Seit Jahrtausenden ist Malta ein strategischer Knotenpunkt für Phönizier, Römer, Mauren und die Ritter des Mittelalters gewesen. Und auch heute noch für Marineflotten. Valletta ist eine der beiden diesjährigen Kulturhauptstädte Europas. Von der Piazza Regina aus erkunden wir den neuen Glanz der Hauptstadt Maltas. Kunstvoll renovierte Paläste, Märkte, Gärten, Theater, das Nachtleben und die Boutique-Hotels, die Valletta zu einem kulturellen Hotspot machen. Begleiten Sie uns bei der ersten Folge unseres neuen Programms Go Europe. Die kleinste Hauptstadt Europas hat sich herausgeputzt. Sie ist geprägt von Barockarchitektur aus dem 16. Jahrhundert. Viele der prunkvollen Gebäude Vallettas gehörten einst dem Johanniterorden. Dieses hier, die Auberge de Castille, ist heute der Sitz des maltesischen Premierministers. Ganz in der Nähe ist der Palazzo Ferreria. Dort wurden früher die Rüstungen der Ritter angefertigt. Barockes Herzstück ist die St. John's Co-Kathedrale, der zweite Sitz des Erzbischofs von Malta. Von außen eher schmucklos, stammt das prunkvolle Innere aus der Zeit des Hochbarock. Eines der bedeutendsten Werke der Kirche ist die Enthauptung Johannes des Täufers von Caravaggio. Der Fußboden in der Mitte des Hauptschiffs besteht aus einer Sammlung von Marmorgrabsteinen von vielen bedeutenden Rittern, die in der Kirche ihre letzte Ruhe fanden. Und es wird neu gebaut mit dem traditionell hier verwendeten Kalksandstein. Das Stadttor ist Teil eines Projekts des italienischen Architekten Renzo Piano, der auch das Parlamentsgebäude auf einem einstigen Parkplatzgelände baute. Renzo Pianos sachliche Variante ist die fünfte Veränderung des Hauptzugangs der Stadt. Ganz in der Nähe erinnert die Installation Perspectiva des maltesischen Architekten Chris Prefin an die wechselvolle Geschichte der Toranlage. Wir haben hier versucht, eine Installation zu entwerfen, die Elemente von allen früheren Toren der Stadt zeigt und sie so dekonstruiert, dass sie eine Art von leerem Raum schaffen, wie es Renzo Piano getan hat. Aus einer bestimmten Perspektive fügen sich die einzelnen Zeitschichten zu einem Ganzen. Das hier sind die alten Tore von Valletta. Das erste ist nur ein Loch in der Festungsanlage. Mit dem zweiten, der Porto Reale, wurde die Toranlage vergrößert. Dann das englische Tor und schließlich das italienisch-maltesische Tor. Hier sieht man einen Mikrokosmos von Valletta, der sich mit der Zeit verändert. Man sieht also zeitgenössische Architektur am wichtigsten Ort der Stadt, am Eingang, am Tor. Und in der Entwicklung hin bis zu Renzo Piano. Genau, man sieht hier einen perfekten Mikrokosmos der Stadt, der sich ständig verändert und sich immer wieder neu erfindet. Valletta als Kulturhauptstadt ist ein Segen auf vielen Ebenen. Mir als Architekt nützt es, denn zum ersten Mal erkennen die Menschen hier nicht nur die Bedeutung der Erhaltung, sondern auch der zeitgenössischen Architektur, der zeitgenössischen Installationen und der Kunst. Dass man das alles sehr gut mit dem Alten verbinden kann, wenn man es richtig gestaltet, mit Respekt und der richtigen Balance zu dem, was bereits vor uns gebaut wurde. Valletta war und ist immer im Bau. Der Minister für Justiz, Kultur und Kommunalverwaltung sagt: Valletta has changed drastically. Valletta hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Valletta war vorher eine ruhige Stadt. Früher wurden hier nachts die Bürgersteige hochgeklappt. Heute ist Valletta voller Leben, voller Energie, voller Dynamik. Und meiner Meinung nach hat das viel mit dem Titel Valletta Kulturhauptstadt für Europa zu tun. Für das meiste von dem, was wir dafür getan haben, war die EU-Finanzierung entscheidend, insbesondere in den Bereichen Kultur und Infrastruktur. Die großen, wichtigen Gebäude konnten wir dank EU-Geldern restaurieren. In der Upper Baraka Gartenanlage sprechen wir mit einem Parlamentsmitglied über die Sanierung Vallettas. Valletta hat sich jahrelang auf den Titel Kulturhauptstadt vorbereitet. Hat sich das ausgezahlt? Yes, it has paid off.
Ja, es hat sich gelohnt. Allein in diesem Jahr verzeichnen wir einen Anstieg des Tourismus um 10%. Mit all diesen Investitionen konnten wir die Stadt herausputzen, sie zu neuem Leben erwecken. Anfang des Jahres schrieben Sie, das ist erst der Anfang. Können Sie das erklären? Wir haben nicht vor, an diesem Punkt aufzuhören. Es gibt andere Bereiche, die renovierungsbedürftig sind. Und darüber hinaus zählt auch der kulturelle Aspekt. Wir wollen das fortsetzen, was wir mit der Stiftung Valletta 2018 begonnen haben. Der Bauboom des 16. Jahrhunderts begann, nachdem der Johanniterorden Malta 1565 gegen die große Belagerung durch Osmanen verteidigt hatte. In der Festung St. Elmo gibt es Artefakte aus dieser Zeit, sowie aus dem Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen und die Italiener die Stadt bombardierten. Das ist eine 2000 Kilogramm Bombe der Italiener. Valletta wurde während des Zweiten Weltkriegs 2 Jahre lang bombardiert und aus der Luft beschossen. Es gab viele Angriffe, die meisten von ihnen wenig erfolgreich. Tausende Menschen wurden getötet. Im Museum ist das Georgskreuz zu sehen, das der britische König 1942 der Bevölkerung Maltas für die Verteidigung der Insel verlieh. Es ist Bestandteil der Nationalflagge seit Maltas Unabhängigkeit von Großbritannien 1964. Eine Installation mit Torpedo zeigt ein japanischer Künstler in der Ausstellung Constellation. Als Kulturhauptstadt will Valletta seine Gäste auch kulinarisch verwöhnen. Issouk ist eine große überdachte Markthalle aus dem 19. Jahrhundert und eines der ersten Gebäude auf Malta, das hauptsächlich aus Eisen gebaut wurde. Wie der arabisch klingende Name bereits vermuten lässt, findet man dort auch viele Lebensmittel und Speisen aus dem Orient. Maltesisch ist aus einem arabischen Dialekt entstanden und wurde im Mittelalter in Spanien und auf Sizilien gesprochen. Die Markthalle wurde im Zweiten Weltkrieg beschädigt und 2018 nach umfangreicher Renovierung wiedereröffnet. Wie Sie hier sehen können, ist das ein Musterbeispiel der britischen Kolonialarchitektur jener Zeit mit den schmiedeeisernen Säulen, von denen die meisten noch original sind. Sogar von der Holzdecke konnten wir 85% des Originalzustands erhalten. Der Wiederaufbau dieses Marktes war komplizierter, als Sie dachten. Erzählen Sie uns davon. Insgesamt investierten wir hier 16 Millionen Euro. Wir überzogen das Budget, weil wir uns zum Ziel setzten, Altes zu erhalten. Wir entdeckten alte Rundbögen aus der Zeit der Johanniter. Der ganze Restaurierungsprozess dauerte 6 Monate länger als gedacht. Denn während der Bauarbeiten versuchten wir ja auch, die Geschichte des Marktes im maltesischen Inselkontext zu erhalten. Eine der Spezialitäten hier auf dem Issouk-Markt ist Ftira. Das ist maltesisches Fladenbrot, das man mit vielen Lagen aus Käse und Gemüse belegen kann. Das schmeckt ziemlich gut. Valletta ist ein beliebter Anlaufhafen für Kreuzfahrtschiffe. Aber wenn Sie mehr Zeit hier verbringen möchten, gibt es Dutzende von Hotels. Eines von ihnen ist das 66 St. Paul's in einem Palast aus dem 17. Jahrhundert. Es ist wie eine Zeitreise. Und das ist es, was Valletta einzigartig macht. Man hatte die Vision, alle Nischen auszunutzen. Boutique-Hotels zu eröffnen, Restaurants in alten Festungen oder in Kellern zu betreiben, in denen früher beispielsweise Munition gelagert wurde. Viele Designer und Architekten dachten sich eher etwas Originelles aus, anstatt neu zu bauen. Viele Boutique-Hotels wie dieses haben ihre eigenen Restaurants. Lassen Sie uns reingehen und sehen, was Janine und ihre Mutter vorbereiten. Janine, hallo, schön Sie zu sehen. Ich kann es kaum erwarten. Das ist wirklich ein Abenteuer. Eine Menge Arbeit, ich hoffe, ich kann etwas helfen. Wir machen Torta Talampuki. Dazu brauchen wir abgeriebene Zitronenschale, Walnüsse, gedämpfte Quetschkartoffeln mit Zwiebeln und Knoblauch, Lampuki, den Fisch, den wir im Ofen zubereiten, gehackte Kapern und Oliven und frischen Spinat.
Ich sehe gar nichts zum Abmessen. Ich gebe die Zutaten nach Augenmaß hinzu. Später schmecken wir es ab. Janines Mutter Josette erzählt, dass sie das Rezept von ihrer Mutter hat. Es wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und Josette überwacht, dass alles richtig gemacht wird. In der Kulturhauptstadt, inmitten der Denkmäler und Gärten, der Paläste und Kirchen, gibt es eine vielfältige Kulturszene. Einige der Orte entdeckt man in versteckten Seitenstraßen. Dort findet man Plitz, einen Ort für zeitgenössische Kunst, der lokale und internationale Künstler zusammenbringen will. Alexandra Pace richtete das Projekt in der ehemaligen Wohnung ihrer Großeltern ein. Sie zeigt uns ihr jüngstes Projekt, mit dem sie Kulturen verbinden will. Eine Fotoausstellung von einer Reise nach Nordjapan. Blitz wurde 2013 als eigenständiger Projektraum gegründet. Damit wollte ich die Lücke schließen, die meiner Meinung nach zwischen Kulturinstitutionen und Kunststudios besteht. Blitz ist als Projektraum für experimentelle, innovative und aufstrebende internationale Kunst gedacht. Es gibt ein Programm für Künstlerresidenzen, das Teil von Valletta 2018 ist. Wir hatten bereits Künstler aus Großbritannien oder Berlin, aber wir hatten auch Künstler aus Kuwait, Casablanca, Marrakesch und Athen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie sie ihren Multikulturalismus einbringen und wie sich das mit dem hier bereits herrschenden Multikulturalismus mischt und sich gegenseitig beeinflusst. Multikulturalismus zeigt sich auch in der Klanginstallation eines koreanischen Künstlers in der Kirche St. Mary Magdalena. Galerien in Valletta zeigen zeitgenössische Kunst wie diese 3D-Bilder oder beschäftigen sich mit der Vergangenheit. Ein maltesischer Fotograf zeigt Fotos von alten, im Krieg beschädigten Dokumenten und Büchern, die in Kunst verwandelt wurden. Während des Krieges wurden sie komplett zerstört. Einige von ihnen wurden von Bomben getroffen oder unter Trümmern begraben. Auf jeden Fall verloren sie jeden Nutzen. Man kann die Bücher nicht mehr öffnen, man kann sie nicht mehr lesen. Und man weiß nicht, wovon sie handeln. Sie wurden in Kisten verpackt und in den Saal der Tränen gebracht, weil es so traurig ist, solche Geschichtswerte aus der Zeit der Ritter zu sehen, die im Krieg zerstört wurden. Sie sahen aus wie Skulpturen und da kam mir diese Idee, warum geben wir diesen nutzlosen Dokumenten nicht eine neue Identität? Warum versuchen wir nicht, diese verloren gegangene Verbindung zur Geschichte wiederherzustellen? Denn obwohl sie zerstört wurden, sind es immer noch historische Dokumente, die eine Geschichte erzählen können. Wir fragen Alexandra Pace, was sie vom lokalen Kunstmarkt hält. Meiner Meinung nach kann man gute Geschäfte machen. Man muss dafür sorgen, dass Künstler Sammler treffen und umgekehrt. Alle Voraussetzungen sind vorhanden. Es gibt viele Künstler und der Kunstmarkt ist ständig in Bewegung. Die Szene braucht ein bisschen Zeit, um sich zu einem gut etablierten Kunstmarkt zu entwickeln. Kunst gibt es auch in der Auberge d'Italie zu sehen. Dort legen Handwerker letzte Hand an, bevor das Muzza-Museum für moderne Kunst dort seine Pforten eröffnet. Vallettas vielfältige Architektur diente auch schon immer als Filmkulisse. Man könnte meinen, manche Gassen hier würden gut in einen Film passen. Und tatsächlich wurden in Valletta viele Filme gedreht. Das ist eine Szene aus World War Z, in der Zombies hinter Brad Pitt her sind. Musik
Die Festung St. James Cavalier wurde zu einem Kulturzentrum mit wechselnden Ausstellungen, Theateraufführungen und Kino ausgebaut. In der Ausstellung Niska zeigen maltesische Künstler, wie sich die Geschichte der Insel in seinen Bewohnern widerspiegelt. Die Frau im Koffer steht für Malteser, die nach Australien, Kanada und in die USA auswanderten. Auf einer weiteren Etage gibt es eine temporäre Ausstellung zum Thema Exil zu sehen. Sie zeigt die Erfahrungen der Malteser unter britischer Kolonialherrschaft, als selbst die nahegelegene Insel Manuel unerreichbar war. Es gibt Zeichnungen und Videos von Migrantenkindern und man kann durch zwei Räume gehen, die einem die Welt aus dem Blickwinkel eines Flüchtlings zeigt. Zeit, sich ins Nachtleben zu stürzen. Abends hat man die Qual der Wahl. Die Auswahl reicht von klassischen Musikkonzerten und Theaterstücken über einen Bummel durch die Straßen mit ihren Barockfassaden bis zu einem Streifzug durch die Bars und Clubs der Stadt. Unsere Tour beginnt im frisch renovierten Teatro Manuel. Maltas Nationaltheater gehört zu Europas ältesten Theatern. Dort gibt es Aufführungen in maltesischer und englischer Sprache. Der künstlerische Leiter kennt das Theater schon seit seiner Kindheit und kann viel über seine Geschichte erzählen. Es wurde als Hoftheater erbaut, 1731, übrigens von einem Großmeister, der seine jungen Ritter davon abhalten wollte, Unfug anzustellen. Man kann sich vorstellen, wie es Anfang des 18. Jahrhunderts war, als all diese jungen, vor Kraft strotzenden Männer durch Valletta streiften. Man musste sie irgendwie beschäftigen. Also ließ er für diese Kulturbanausen dieses Theater bauen, damit sie keinen Unsinn machen. Es gibt Oper, Orchesterkonzerte, Klavierabende, Kammermusik. Wenn auf der Bühne eine Kulisse gemalt wird, kann man die Vorhänge schließen und davor ein Jazzkonzert geben. Wir bieten eine vielseitige Mischung. Kultureller Höhepunkt ist das jährlich im Januar stattfindende Barockfestival mit Konzerten in Palästen, Theatern, Museen und Kirchen in der ganzen Stadt. Das Festival findet nicht nur in diesem Theater statt, einem wunderschönen 1731 erbauten Theater, einem Barocktheater par excellence, sondern auch in architektonischen Kleinoden wie der St. John's Co-Kathedrale. Auf der Hauptmeile des Nachtlebens hat sich die Kundschaft gewandelt. Wo sich früher Seeleute und Matrosen aus der ganzen Welt vergnügten, tummeln sich heute Einheimische und Touristen. Eintauchen ins Nachtleben kann man auf der Straight Street, einst eine der berüchtigsten Straßen von Valletta. Sie wird auch Strada Stretta genannt. Früher voll mit verruchten Bars und Bordellen, findet man dort heute Cafés und Restaurants. André Imbroll hat die jüngste Neugestaltung des Viertels mit vorangetrieben. Wo es früher viele Jazzclubs gab, findet man heute ein breites Musikangebot, von Rock bis hin zu Hip-Hop. Meine Eltern erlaubten mir als Jugendlicher nicht hierher zu kommen. Das war ursprünglich der Rotlichtbezirk Maltas. Heute ist es immer noch ein ziemlich bekannter Ort mit einem berühmt-berüchtigten Ruf. Musik.
Wir erleben ein Comeback für die Straight Street und Valletta im Allgemeinen. Es ist ein Ausgehviertel für gehobene Kundschaft. Über einer engen Gasse gibt es eine Plattform für Bands. Eine Gelegenheit, selbst das Mikro in die Hand zu nehmen. Barhopping ist eine gute Gelegenheit, um das Nachtleben von Valletta zu entdecken. Ein Viertel für das Nachtleben entwickelt sich nicht nur an einer Ecke, an einem Ort. Das ist das Schöne an dem Valletta von heute. Man sieht viele Social-Media-Gruppen, die sich zu Barhopping-Dates versammeln. Sie ziehen von The Gut zum oberen Teil der Straight Street in Nebenstraßen wie St. Paul Street, St. Ursula, Santa Lucia oder zu anderen Plätzen, die sich zu Nightlife-Spots entwickelt haben. Tag danach sehen wir uns auf dem St. George Square die Valletta 2018 Parade an. Fürs Zuschauen zu stärken, probieren wir eine Malteser-Spezialität, die man aus der Hand essen kann. Blätterteigtaschen gefüllt mit Ricotta oder Erbsen. Es gibt etwas, was man in Valletta wirklich ausprobieren sollte, und das sind Pastizzi. Von Ihrem Großvater kommt das Rezept, oder? Ja, er nahm das Rezept mit nach Toronto. Wir waren die Ersten, die es in Kanada anboten. Und hier sind Sie ja auch berühmt dafür, denke ich. Ja, so sagt man. Okay, probieren wir eins. Vielen Dank. Das ist mit Erbsen, oder? Ja, das ist mit Erbsen. Mit der Parade ziehen wir zum Stadttor. Ganz Malta ist auf den Beinen, um Vallettas Titel als europäische Kulturhauptstadt zu feiern. Valletta war eine schlafende Schönheit, aber jetzt ist die Stadt aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Valletta ist seit über 450 Jahren eine Schönheit, die aber manchmal in den vergangenen Jahren etwas zu sehr vernachlässigt wurde. Mit der Gelegenheit und den Erfahrungen, die wir als europäische Kulturhauptstadt, als Nation, nicht nur als die Stadt Valletta machen, war das eine riesige Chance für uns, diese schöne, einzigartige Stadt wiederzubeleben. Es ist eine Herausforderung. Es wäre sehr einfach gewesen, Valletta zu einem riesigen, großen Freilichtmuseum zu machen. Aber das wollten wir nicht. Wir wollten den Menschen mehr öffentliche Räume geben. Orte, wo sie essen gehen können, nach einem Kinobesuch, nach der Oper, nach dem Theater oder anderen Events. Ich denke, wir haben eine gute Mischung hinbekommen. Zum Schluss der Parade zeichnet eine Performance die turbulente und dramatische Geschichte Maltas und seiner Hauptstadt nach. Von den Belagerungen und der Kolonialherrschaft über die Unabhängigkeit bis hin zur EU-Mitgliedschaft. Das war's für heute bei Go Europe. Das ganze Euronews-Team sagt Zaha, auf Wiedersehen und danke fürs Zuschauen.